Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielraum Set Spotlight und zwar dieses Mal mit Commander Streets of New Capenna. Bei mir ist seine Heiligkeit der Herr der Karten. Jawohl, servus. In seiner Glänze. Und wir präsentieren euch in den nächsten 3 Folgen korrekt alle neuen Commander-Karten, die speziell in den Commander-Decks für das Commander-Format geprintet wurden. Plus die 8 Karten, die in den Set-Boostern drin sind. Plus die 8 Karten, die in den Set-Boostern drin sind. Genau. In Summe 77 Karten. Mache ich ein bisschen Zahlen und Fakten. Sehr gut. Ein bisschen spät das Set-Spotlight von dem, wie immer bei Commander, weil ja da die Karten erst gespoilt werden, wenn nachdem die anderen fertig sind und dann ist keine Zeit und dann ist Release und jetzt kommt es halt. Und deswegen reden wir drüber und deswegen sind es diesmal bei 5 Decks noch relativ viele Karten. Ja. Aber auch einige coole Karten. Dann gehen wir gleich los. Fliegender Erpresser ist der erste. Sein Vogelsoldat, der kostet 2 weiß, 3 farblos, 4-3 fliegend. Immer wenn er ins Spiel kommt oder einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke bis zu eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Solange die Karte im Exil bleibt, kann ihr Besitzer sie wirken. Immer wenn ein anderer Spieler einen Zauberspruch von irgendwoher außer aus seiner Hand wirkt, ziehe eine Karte. Jetzt wieder weißer Card Draw. Das ist alles so mittel, nicht? Ja, ich meine, es ist ein interessantes Play, eine interessante Mechanik, weil du nimmst den Gegner einen Blocker weg, theoretisch, den er zwar wieder spielen kann, das kostet ihm aber Zeit und du ziehst eine Karte dafür. Ja. Und wenn du es angreifst, nimmst du halt wieder den Blocker weg. Also du kannst praktisch in endless time warpen auf eine Kreatur zum Beispiel oder ein wichtiges Permanent. Das, was ich schon cool finde. Ja. Das Gute ist, dass er ein Permanent ist. Genau. Das Gute ist, dass er ein Permanent ist. Ja. Vielleicht sehe ich das zu negativ, vielleicht siehst du das zu positiv. Der Vogel ist irgendwo in der Mitte. Ja, er ist halt 4-3 für 5 Mann und hat eben nur 3 hinter, ja. Mit Schirchenprinz und sowas ist halt ganz cool, nicht? Ja, weil es natürlich mehrere wegkriegst. Also mit so Flicker-Effekten, Schirchenprinz, Eldrazi-Displays und sowas ist das schon ziemlich fein. Ja. Weil er halt sofort wiederkommt, weil er halt nicht sagt End of Turn, sondern das ist dann einfach weg. Genau, und dann muss er für jeden einzelnen Permanent wieder zahlen. Was natürlich gut ist, wenn steht, dein Gegner kann Karten nur casten von seiner Hand, nicht? Wenn du sowas machst. Wenn wir solche Effekte haben. Dann ist der Vogel ein ziemlicher dann Zerfetzer. Dann ist er ein Owner, ja. Geht schon was. Nicht so schlecht. Weiter geht's. Himmlische Detektivin. Ein weißes, 2 farbloser Engelberater. 2-3 fliegend. Immer wenn eine andere bleibende Karte, die du kontrollierst, das Spiel verlässt. Und falls Marken auf ihr lagen, stelle Nachforschungen an. Ein großer Flavor-Win, finde ich. Wirklich? Naja, wenn die Detektivin immer, wenn wer sich schleicht. Der schon gemarkt ist als potenziell. Ja, genau. Ja, da kann ich es nicht klug. Ist halt ein 2-3er Angel. Genau, das müsste ich doch freuen. Das finde ich eh okay, hätte der 3-3er Angel sein können. Wäre halt cooler gewesen, wenn es ohne Marken wäre, natürlich, weil dann wäre das effektiv auch in anderen Formaten spielbar gewesen. Mit den Marken ist das halt genau in einem Deck mit Marken gut, nun oder nicht. Ja. Kann halt sehr sick mit Karten wie Gavony Township und sowas werden, nicht? Zum Beispiel. Also ein grün-weiß basierendes Deck ist das auch in den Marken ganz live. Dann gibt es Benny Brax, der Zoologe. Den gibt es nur in den Set-Boostern zum Beispiel. Ja, der ist ziemlich gut. Legendäre Kreatur 11 Druide, ein weißes 3 farblose, 3-2, der hat einberufen. Das heißt, deine Freunde können sich tappen und Mana machen. Genau. Ja. Genau, du kannst den eigentlich quasi für 4 Kreaturen, wenn eine weiß davon ist, gratis zahlen. Also kostet nichts. Spieler darf nicht gleich, zu Beginn jedes Endsegments und falls du in diesem Zug einen Spielstein erzeugt hast, zieh eine Karte. That's good. Das ist eine gute Karte. Punkt. Ja. Kostet in vielen Fällen nichts, weil du dir Tokens machst, die tappst du, dann kommt Brack. Und im Endsegment hast du vielleicht die Tokens auch schon gemacht, dann ziehst du gleich eine Karte mit. Genau. Der hat auch relevante Stats für 4 Mana. Also die könnte halt stärker sein. Der hat einen relevanten Kreaturentyp mit 11. Ja. Wobei ein Dice halt nicht so ganz spektakulär. Ja. Die Frage ist halt, ob man als mono-weißen Token-Commander nehmen könnte, aber weiß ich nicht. Aber das wäre natürlich auch ziemlich interessant. Das wäre auch okay, glaube ich. Weil du hast halt super viele Mono-White-Effekte, das machen. Ja. Ja. Dann der Chauffeur vom Boss. Finde ich auch gut. Ein weißes 4 farbloser, der ist 0-0. 11 Bürger. Der Chauffeur vom Boss kommt mit einer Anzahl an +1/+1 Marken in Höhe von 1 plus der Anzahl anderer Kreaturen, die du kontrollierst, ins Spiel.
Der hat Allianz, immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf ihn. Und wenn er stirbt, erzeuge für jede +1/+1 Marke auf ihm einen 1/1 grünen und weißen Bürger-Kreaturenspielstein. Mhm. Ja, der ist einfach, der kann fett kommen, der kann noch fetter werden. Genau. Und hinterlässt viele Freunde. Das ist auch eine gute Karte. Ja, ich meine, vor allem wenn aufs leere Board, wenn du was nachspielst, ist er gut. Aufs volle Board ist er gut, weil er fett ist. Und wenn du den Wrath friest oder eher das Removal, hast du wieder ein Board sozusagen. Genau. Also ich finde den sehr solide, obwohl er 5 Mana kostet. Und ja, aber das ist halt eine Karte, die auch was kann für 5 Mana, nicht? Ja, Worst Case ist halt 5 Mana 1/1. Mhm. Aber dann wächst er halt noch wenigstens. Wenn ich danach ein Token-Ding spiele mit, ich krieg 3 Token, ist halt schon wieder 4/4. Ja, finde ich okay. That's it. Vertragliche Absicherung ist die nächste Karte. Mhm. Für ein weißes 2 farblose Spontanzauber. Das hat Addendum wieder. Mhm. Falls du diesen Zauberspruch während deiner Hauptphase gewirkt hast, lege eine Schildmarke auf eine Kreatur, die du kontrollierst. Ja. Bestimme eine Sorte von Marken von eine Sorte von Marke. Ja. Bestimme eine Sorte von Marke. Ja, gut Deutsch, ich spreche nicht. Bestimme eine Sorte von Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst. Ja. Werden die Übersetzung durchgehen lassen. Lege auf jede andere Kreatur, die du kontrollierst, eine solche Marke. Ja. Ja, weiß ich nicht. Bestimme eine Sorte einer Marke auf einer Kreatur, die du kontrollierst. Das wäre die richtige Formulierung. Oder bestimme eine Markenart. Bestimme eine Art einer Marke. Bestimme eine Sorte einer Marke, hätte das gereicht. Ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube, zählen wir immer für Addendum spielen, weil da haben wir auf einmal alle deine Kreaturen Schildmarken. Ne? Ja, ist halt viel geiler, nicht? Das ist schon ziemlich sweet. Ich meine, natürlich kannst du auch es einfach als Instant machen und ein First Strike oder Double Strike Marke kopieren und dann ist wahrscheinlich auch ziemlich nice. Naja, oder du hast schon Schildmarke irgendwo. Ja. Aber ich finde es auch einen ganz coolen Spruch, wenn du halt. Ist so wie die weiße Karte mit Addendum, die ist damals in Ravnica Allegiance gespoilert wurde, gedruckt wurde. Wie heißt denn die? Ich habe keine blassen Schild. Formation. Irgendwas mit Formation. Die hat auch Addendum gehabt und dann haben deine Kreaturen +1/+1 gekriegt und sonst sind sie nur kaputtbar. Ja. Wie heißt die Karte? Namen? Aber ich weiß nicht, irgendwas Karte Formation, ja. Assault Formation. Oder? Nein, Assault Formation war es nicht. Aber so ähnlich. Die finde ich auch eigentlich gut. Dann gibt es das vernichtende Urteil. Ja. Hexerei 2 weiß 3 farblos, zerstöre alle Kreaturen, auf denen keine Marke liegt. Mhm. Gute Karte. Ist einfach für dieses, ist genau für dieses Deck gut, für alle anderen Decks. Meistens wertlos, nicht? Genau, also ich habe heute schon kurz mit Stefan darüber gesagt, ich finde das eigentlich coole Karte, weil das halt der einzige Wrath ist. Ja, und dann spielt jemand anderer auch ein Token, ein Markendeck und dann ist halt schon wieder scheiße. Ja, aber du bei Commander ist halt schon so, man kennt halt seine Playgroup. Und dann ist das schon meistens ein einseitiger Wrath halt. Oder halt ein Plaguewind und das ist halt schon ziemlich geil. Ja. Eh, sorry. Alles gut. Dann gibt es das große Crescendo. Jawohl. 2 weiß X Spontanzauber, erzeuge X 1/1 grüne und weiße Bürger-Kreaturenspielsteine. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Finde ich auch cool. Das ist eine richtig gute Karte. Für 2 Mana Indestructible ist schon gut und wenn es halt mehr Mana hast, machst du noch eins Haberer dazu. Also das ist halt ab X ist 3 sehr gut. Ja, aber das kann für X ist 0 noch immer gut genug sein. Weißt ja, du, Raft alle Leute ist meine Indestructible. Ja, passt. So habe ich es gar nicht gesehen. Also für 3 ist halt schon wirklich sehr gut. Ja. Und ansonsten für 2 alle Creatures unzerstörbar machen, ist halt auch fein, nicht? Ja, genau. Das sind alle weißen Karten bis jetzt gut, bis auf der Vogel, der ist so mittel. Dann gibt es den Gefängnisausbruch. Da fängt der Vogel die Frau. Doch nett, finde ich. Der Bursch. Ja. So, ein weißes, ein farbloses Hexerei. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners unter seiner Kontrolle ins Spiel zurück. Mhm. Wenn jene bleibende Karte ins Spiel kommt, bringe bis zu einer bleibende Karte deiner Wahl mit gleichem oder niedrigem Mana-Betrag aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ist klar, dass dir das nicht taugt, weiß ich jetzt schon. Boah, ist das ein Trick. Ich hasse das. Sowas. Das ist halt dieses typische Haverer, Haverer, du Haverer, ich Haverer, ich gebe dir die Karte, du gibst dich die Karte, alles gut, wir hauen auf die anderen zwei. Ja, gefällt mir auch so von der Perspektive nicht. Das Problem ist halt, dass es, finde ich, mit gleichem niedrigen Mana-Betrag ist. Weil du weißt, du musst halt, in Wirklichkeit kannst du nicht dich upgraden. Nein. Du musst halt einem Gegner was geben, was gleichwertig deinem ist, zumindest. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Aber dafür kostet du 2 Mana als Reanimation-Spell, was schon wieder im Sieg ist. Aber du bist halt auch sehr davon abhängig, ob dein Gegner jetzt irgendwie was Fettes drin hat, wenn du Reanimated-Deck bist. Also von daher, also es ist nicht nur dieses politische, ja, okay,
Aber das ist halt. Du brauchst das vom Gegner auch, ja. Sonst bringt es halt gar nichts. Scheiße. So. Nashornbursch kommt jetzt. Der hat einen Ring am Horn. Das finde ich richtig edel. Das ist ein harter Mann. Das ist der Ärgste. Aber weißt du, er trinkt sein Getränk mit dem Finger weg. Ja, er ist der Master. Zeremonienmeister nämlich. Ein weißes 3. Farblose Nashorndruide 3-4. Jetzt kommt viel Text. Zu Beginn deines Versorgungsements bestimmt jeder Gegner Geld, Freunde oder Geheimnisse. Mhm. Immer noch gehört, Alter. Für jeden Spieler, der Geld bestimmt hat, erzeugst du und jener Spieler einen Schatzspielstein. Für jeden Spieler, der Freunde bestimmt hat, erzeugst du und jeder Spieler je einen 1-1 grünen und weißen Bürgerkreaturenspielstein. Für jeden Spieler, der Geheimnisse bestimmt hat, ziehst du und jener Spieler eine Karte. Also ich finde den richtig. Der ist halt urlustig. Der ist halt super cool. Der ist halt super lustig, entschuldige. Langer Tag. Das Problem ist halt dein Versorgungssegment. Das heißt, der muss einen kompletten Turn leben. Aber dann... Okay, was machen wir, Burschen? Bist du Freund? Bist du gierig oder willst du Geheimnisse tauschen? Ah, okay, Geheimnisse. Dann ziehen wir beide Karten. Da hat auch Geheimnisse. Zieh ich nochmal. Da hat auch Geheimnisse. Das ist halt wieder in Verbindung mit Naset oder Notion Thief oder sowas. Dann wird's gemein. Ja. Ja gut, also, Naset ist wurscht, weil eine dürfen sie ziehen. Stimmt. Naset also dann werden sie das nicht machen. Dann werden sie einfach eine K-Karte ziehen, nicht? Genau. Aber... Ich finde den einfach cool. Außerdem ist er für 4 Mana 3-4 jetzt startmäßig auch nicht so schlecht. Es ist halt cool, wenn ich Notion Thief habe und der Gegner stimmt ab. Achso. Stimmt ab, sag ja, passt. Zieh mal Karten, Flash Notion Thief. Zieh ich. 2. Leiwand. Gut, gefällt mir. Wobei Notion Thief haben wir ja, ist ja gebannt, nicht wahr? Nein, Hullbridge ist gebannt. Hullbridge ist gebannt, der Notion Thief ist erlaubt. Ein Mana mehr geht. Also ich mag den. Dann gibt es die erfindungsreiche Verteidigung. Jawohl. Gut angezogene Katze im Hintergrund des Bildes. Ein Artwork. Weißes 2, farblose Verzauberung. Immer wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, das Spiel verlässt und falls Marken auf ihr lagen, lege jene Marken auf eine bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst. Das ist der Ozolid. Genau, in Weiß. Ein weißes 4 farblose, bewege eine beliebige Anzahl an Marken von einer bleibenden Karte deiner Wahl, die du kontrollierst, auf eine andere bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst. Genau. Okay. Ja. Das ist okay, weil du kannst halt auch auf ein Land legen im Zweifelsfall, falls alle deine Kreaturen gerade gestorben sind, dann kannst du von dem Land halt wieder zurücklegen. Ja. Also ich finde das eben gerade halt für so einen Token-Markendeck ist das halt der zweite Ozolid, wie du selber gesagt hast. Ja, voll. Und ist schon sehr solide. Ja, sehe ich genauso. Himmelssegen Evangelist. Ein guter Christ. Ein weißes 4 farblose Vogelberater. Mhm. In die Kirchen müsst ihr gehen, Burschen. In die Kirchen müsst ihr gehen. Schau, der mit seinem Zettel. Ja. Geht er um. Dürfen mit ihnen über Gott sprechen. Ja. Mit ihm Gott sprechen. Fliegend 3-3. Wenn der Himmelssegen Evangelist ins Spiel kommt, wende Beistand 6 an. Ja. Lege hier eine plus 1 plus 1 mal auf bis zu 6 andere Kreaturen. Der Herr macht dich stark. Möchtest du über Gott sprechen? Immer wenn eine Kreatur, auf der eine Marke liegt, einen deiner Gegner angreift, erhält sie Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Mhm. Das finde ich aber ganz cool. Ja, selber ist man auf jeden Fall eine 4-4. Also ich finde den... andere leider nicht, okay. Genau. Ich finde den halt urfein, weil er Himmelssegen-Evangelist hat und den Leuten halt fliegend macht. Ja. Ist halt so ursuper. Himmelssegen und ja, super Karte. Gefällt mir. Das kommt auch unerwartet, nicht wahr? Ja. Auf einmal haben alle mit Marke das ist Flying. Sonntag... 9.30 Uhr, es klingelt an der Tür. Wer steht davor? Zeugen Jehovas, der Himmelssegen-Evangelist. Sehr unerwartet. Der Zeuge Jehovas der Magic-Szene. Wobei, wenn ich den habe, finde ich den angenehmer als Zeugen Jehovas. Wahrscheinlich, ja. Weil mit dem Queen ich die Zeugen Jehovas kosten nur Schlaf. Um die Uhrzeit. Na, bin ich schon wach. Ja, du. Jetzt kommt die Karte, die das Obscura-Deck absurd teuer gemacht hat. Aber das ist halt leibend, weil das sind fette Waschbären, die sich aufführen. Ja. Die zapfen da das Surf ab. Die saufen da die Hüsen weg. Ja. Anteil, die saufen die Hüsen weg für unsere deutschen Zuseher, die trinken das Bier, den Biervorrat aus. Mhm. Den Biervorrat nicht. Sehr schön. Anteil der Beute. Ein weißes, 2 farblose Verzauberung. Zu Beginn jedes Endsegments ziehst du für jeden Gegner, der in diesem Zug 2 oder mehr Karten gezogen hat, eine Karte und erzeugst dann für jeden Gegner unter dessen Kontrolle in diesem Zug 2 oder mehr Länder ins Spiel gekommen sind, einen Schatzspielstein. Ja. Die finde ich urleibernd. Das ist einfach die beste Karte. Ja. Ich meine, das ist halt jedes Fetchland im Endeffekt, der muss sich ja nicht mehr rampen. Jedes Fetchland macht da schon ein Treasure. Und ich meine, ja, Kato, okay, aber
wird schon mal passieren. Ist halt urfein. Es ist halt eigentlich die Karte so live und ich verstehe das halt, dass die Leute das lieben. Ja, ist einfach urstark. Ist wahrscheinlich auch die beste Karte im ganzen Commander-Set. Auf jeden Fall die teuerste. Weil Waschbären drauf sind. Nur deswegen. Zerbrechlicher Waffenstillstand ist die nächste Karte. Ein weißes, ein farbloses. Verzauberung Aura verzaubert einen Gegner. Zu Beginn des Endsegments des verzauberten Gegners ziehst du und jener Spieler je eine Karte. Mhm. Wenn du den verzauberten Gegner oder einen Planeswalker, den er kontrolliert, angreifst, oder wenn er dich oder einen Planeswalker, den du kontrollierst, angreifst, opfere den zerbrechlichen Waffenstillstand. Flavor Win ja total. Ja, und ist auch eine Set-Booster-Karte. Ja. Also da kann man halt schon so sagen, wie Havara, und wenn, nicht, wenn du mir in den Rücken fallst, halt nicht mehr. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool. Und dieses Kartenziehen... Ist eh cool, zieh dreimal, dann hau ich den Gegner in die Go-Schnopfer, das passt schon. Ist auch okay. Na, ich meine, er hat halt auch drei gezogen. Ja, wurscht. Vielleicht wehrt er sich dann. Notschussiv. Entschuldigung. Ja. Na, ist halt eine gute Karte, ist halt auch günstig genug, nicht? Vor allem, da geht's sogar mit Naset. Einfach. Mhm. Weil der sein Endsegment, da ist es halt seine zweite Karte, weil er einen Drawstep gehabt hat und dann zieht er halt keine Karte. Dann wird er dich halt fix angreifen. Ach so, weil er sofort weg ist. Ja. Ah, das ist bitter, ja. Aber, ja. So ist das Leben. Muss man sich mal schwer machen, das Angreifen. Irgendwelche Prison Stack. Dann fertig mit Weiß. Korrekter Mundo. Jetzt kommen wir zur zweitbesten Farbe in Magic. Blau. Blö. Blö. Avior Eilbotin. 1-1. Blau ist ein farbloses Vogelberater. Wie ein Berater. Fliegend. Immer wenn die Avior Eilbotin angreift, bestimme eine Marke auf einer bleibenden Karte, die du kontrollierst. Lege eine Marke jener Sorte auf eine bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst, falls noch keine solche Marke auf ihr liegt. Ja. Das ist gut, weil das kostet nur 2 Mana. Mhm. Das die kann sich selber theoretisch alle möglichen Marken der Welt snacken. Ja. Und einfach selber das Urmonster werden. Ja, abgesehen davon kopiert es einfach Marken und ist mit fliegend Azure Evasion. Ja, findest du eine coole Karte? Ja. Findest du eine richtig coole Karte? Gibt irgendwo halt Trample drauf? Ah, hat der auch Trample. Gibt ja. Irgendwo Flying drauf? Ah, hat der auch Flying. Das ist schon echt nice. Ja. Ja, ich kann nichts dagegen sagen. Das ist ein richtig cooles Artwork. Die schaut urinsane aus, finde ich. Wie urleibernd. Cephalid Gesichtsräuberin. Mhm. Ein blaues, zwei farblose Cephalid Räuber. 1-4. Kann nicht geblockt werden. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du die Cephalid Gesichtsräuberin bis zum Ende des Zuges zu einer Kopie einer anderen Kreatur deiner Wahl werden lassen, außer dass sie 1-4 ist und diese Kreatur kann nicht geblockt werden hat. Mhm. Was halt super fein ist mit die, wenn du Combat Damage machst, siehst du eine Karte oder kriegst irgendwelche Orgensachen. Oder wenn du angreifst, hast du noch einen Combat Step. Wenn du gegen das Spiel und du so, passt, dann habe ich diesen Effekt und du kannst meiner mal nicht blocken. Ich meine, mit 1-4, sie wird nie viel Damage machen, aber sie wird halt, du kannst halt die ersten Sachen abusen, das geht halt jede Kreatur. Das ist das, weil wenn das stand von einer von deiner, wäre es halt ein Fail, aber so kann es echt nice sein. Mhm. Finde ich cool. Ja. Gefällt mir gut. Sag, es sind echt viele coole Karten. Hübsches Gesicht. Ja. Dann gibt es die Planänderung. Was ist das? Fette Gott. Ja. Ein blaues, ein farbloses und X, Spontanzauber. Jede von X Kreaturen deiner Wahl, die du kontrollierst, intrigiert. Du kannst eine beliebige Anzahl davon sich destabilisieren lassen. Mhm. Gefällt mir. Wirklich? Gefällt mir, ja. Also ich bin ja ein großer Bogelister. Ein Bogelister, okay. Ein Bogelister bin ich ja. Und alles, wo ich meinen Bogel oder andere Hexproof-Freunde phasen kann, findest du geil. Finde ich saugeil. Das kostet aber halt 3 Mana zum phasen, ne? Ja, ja, aber wenn dein Bogel halt 6-6 Trample, Lifelink, irgendwas ist, dann ist 3 Mana eine Okkasion an dieser Stelle. Hm. Finde ich sehr cool, die Karte. In diesen wäre zum Beispiel sehr fein gewesen, wie ich dieses Doppler-Deck gespielt habe mit den vielen Engel. Okay. Wo ich extrem viel Mana hatte und halt ein fettes Board und dann gerast wurde. Und wenn ich halt 3 von den Engeln rette, gewinne ich das Spiel halt. Also finde ich schon sehr cool. Ja, okay. So gesehen hast du recht. Und du machst die Viecher halt blader auch noch, weil du intrigierst. Das heißt, du rettest theoretisch einen 4-4er, einen 5-5er und einen 3-3er und kriegst einen 6-6er, einen 5-5er und einen 4-4er Retour. Ja, wenn du nur Spells weghaust. Und hast halt deine Handkarten hoffentlich auch noch verbessert oder zumindest ein bisschen verbessert. Ja. Ja. Ist es nicht schlecht. Und du musst ja nicht jetzt sie unbedingt fetter werden lassen. Du kannst ja auch einfach Länder weghauen und sie noch immer gerettet zumindest. Ja. Und du musst ja nicht eben stabilisieren lassen. Du kannst ja auch einfach einen Instant-Effekt, um halt jemanden zu killen machen. Oder halt einen Combo-Trick. Ja. Finde ich sehr fein.
Dann gibt es die extravagante Replikation. Dieser Tiger. Ja, aber die Farbe finde ich. Die ist zwar ein bisschen crazy aus, aber die gefällt mir besser als die andere. Sieht cool aus. 2 blau, 4 farblos, Verzauberung. Zu Beginn deines Versorgungsmains erzeugst du einen Spielstand, der eine Kopie einer anderen bleibenden Karte deiner Wahl ist, die kein Land ist und die du kontrollierst. Mhm. Ist. ist. Ja. Ja. Finde ich halt lustig, die kann sich halt selber ins Unendliche kopieren. Kann sich halt selber wirklich ins Ah ja, das ist ja auch halt, du kopierst sie, beim ersten Mal kopierst du selber, dann hast du beim nächsten Mal 2 Träger, mit dem einen kopierst du den anderen, kopierst du das andere. Ja, und das dann hast du 3 Träger, halt eine verwendest immer für sie und dann die anderen für andere Sachen und dann wird es halt insane. Und du gewinnst halt mir dann Deppert 9-1er. Lol. Und das habe ich gar nicht gedacht. Finde ich schon sehr lustig. Dass du sie kopierst, habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, du kopierst halt irgendwelche... Ah, Entschuldige, eine anderen bleibenden Karte steht oben. Ach so, okay. Und dann ja. Ist es nicht mehr so lustig. Ja, ist noch, ich finde es auch immer gut. Es ist noch immer gut, aber es ist nicht mehr so lustig. Vor allem, weil die Kopien ja bleiben. Bin nicht mehr so begeistert. Ja, du bist ein Hater. Nächste Karte, makellose Fälschung. Da finde ich das Artwork super cool. Ja, ist ganz nice. 2 blau, 3 farblos. Hexerei, Todesopfer 3. Das du kannst wählen, Opfer mit Stärke 3 und dann kannst du kopieren. Schicke eine Spontanzauber- oder Hexereikarte deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Kopiere die Karte. Du kannst die Kopie wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Mhm. Das kann schon sehr gut sein. Ja, wahrscheinlich machst du es 2-mal. Oder 3-mal. Bing! In diesem Deck, in diesem Casualty-Deck kannst du auch öfter kopieren. Das ist schon ziemlich sick dann. Ja, das ist schon eine coole Karte. Ich meine, Power 3 oder mehr ist auch jetzt schon eine echte Kosten. Mhm. Aber stell dir vor, du kopierst halt einen Time Warp. Ja, das ist halt sehr fein, nicht? Ja. Nicht für den Gegner, aber für dich ganz lustig. Gefällt mir gut. Coole Karte. Wie der Matthias das sagt. Zu tief verwickelt. Das Artwork schaut auch crazy aus. Schaut geil aus. 2 blaue, Verzauberung Aura, Sekundenbruchteil. Mhm. Split Second, kann nicht gecountet werden. Kann nicht verzaubert eine Kreatur, einen Planeswalker und einen Hinweis. Ja. Die verzauberte bleibende Karte ist ein farbloses Hinweisartefakt. Mit 2 opfere dieses Artefakt hier eine Karte. Und verliert alle anderen Fähigkeiten. Ich finde sogar, dass du einen Hinweis verzaubern kannst, damit ein Hinweis wird. Das verstehe ich halt gar nicht. Das ist nur Flavor. ja, das ist halt blöd. Weil, ja, dein Clue, den verzauber ich jetzt, damit ein Clue ist. Aber das hat keinen Flash, oder? Oder Split Second kann ich spielen, wenn ich will? Nein, es hat keinen Flash. Nein, das können halt nur nicht darauf reagieren. Damit sie halt den Hinweis nicht in Response opfern können, dass du den Hinweis targetest. So ein Scheiß. Das ist deppert. Aber die Karte ist nicht so schlecht. Die Karte ist nicht so schlecht, wenn 2 Mana-Removal more or less. Voll. Ja. Voll. Das ist solide. Finde ich korrekt. Dann gibt es Maske des Intriganten. Schaut geil aus. Hat das nicht vorher die Kotze aufgehabt? Die Maske? Ich glaube schon. Die davon gerannt ist. Ja. Möglich. Die sich stabilisiert. Mhm. 1 blau, 2 farblose Ausrüstung. Entschuldige, Ausrüstung 2. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, intrigiert sie x-mal, wobei x gleich der Anzahl an Schadenspunkten ist, die sie jenem Spieler zugefügt hat. Das kann schon insane sein. Ja, ist nicht so schlecht. Mensch, stell dir vor, du gibst es auf einen 4-4 und du tust einmal 4-mal intrigieren. Stell dir vor, du gibst es auf einen Bogel. Einen fetten Bogel? Gibst es auf einen gescheiten Bogel und findest alles zum Destabilisieren. Ein 6-6er Bogel, der dann urfett ist. Gibst es dann 12-12er Bogel. Bogelt dein Gesicht ein. 12-12. Ja, finde ich keine schlechte Karte. Kann man mit Stonefalls suchen. Mit Steel Shapers Gift. Stimmt, ja. In Lightning Tutor. Ja. All diese Shenanigans, ja. Schildhändler. Jawohl. 2 blau, 3 farblos. Zephalit-Berater 3-4. Wenn der Schildhändler ins Spiel kommt, lege eine Schildmarke auf eine Nicht-Kommandeur-Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Du übernimmst die Kontrolle über jene Kreatur, solange eine Schildmarke auf ihr liegt. Jo. Ja, und vielleicht ein bisschen mehr sogar. Weil, ich meine, es ist ein 5-Mana, ich flatter dir was. Ja. Was halt Schildmarke hat, was cool ist, weil es dann nicht sofort stirbt, aber schlecht ist, weil wenn der Schildmarke runterkriegt, der wieder wegkommt. Aber, stell dir vor, du legst mehr Schildmarken drauf. Ja. Mit Proliferate zum Beispiel. Dann bleibt es die halt und es ist unkaputtbar. Ja. Also es hat Potenzial, finde ich. Und auch ein Surprise-Fladern kann schon reichen. Ja, weiß ich nicht.
Wenn der Downside ist halt schon da, muss man sagen. Down, natürlich ist der Downside da. Wenn du halt eine Schildmarke drauf hast, der kriegt, macht irgendeinen Schaden, das ist wieder weg. Ja, und es hat nichts gemacht, ist halt zart, weil normalerweise hast du halt immer entweder die Kreatur oder die andere Kreatur killen müssen. Und jetzt musst du halt nicht killen, du kannst halt auch nur einen drauf pingen und die Marke geht runter. Ja. Dann gibt's finstere Concierge. Ein blaues, ein farbiges. Schaut aus wie Pinocchio als Dame eigentlich. Ja, gebitte. Doch, ist für mich Pinocchio. 2-1. Wenn die finstere Concierge stirbt, kannst du sie ins Exil schicken und 3 Zeitmarken auf sie legen. Mhm. Falls du dies tust, schicke bis zu einer Kreatur deiner Wahl ins Exil und lege 3 Zeitmarken auf sie. Jede Karte, die auf diese Weise ins Exil geschickt wurde und die nicht aussetzen hat, erhält aussetzen. Jawohl. Du kriegst halt, du kannst sie halt suspendieren und eine andere Karte noch mit suspendieren. Ja, aus der Hand, nicht? Oder? Nein, eine Kreatur deiner Wahl, die muss im Spiel sein. Kannst vom Gegner halt was mit suspendieren. Oder halt von dir noch was suspendieren. Also der Sinn ist natürlich, dass die Typin ist in diesem Casualty Deck. Und der Plan ist natürlich schon, dass du halt sie opferst und sie immer wiederkommt. Mhm. Und du kannst halt entweder das vom Gegner wegmachen und Blocker wegzukriegen oder halt bei und dir. Oder du hast Ende der Battlefield-Effekte. Oder du machst Ende der Battlefield-Effekte, genau. Und 3 Suspend Count ist natürlich schon lang, aber es ist ewig. Bis Deppe, das ist 20 Minuten in einer Commander-Runde. Naja. Ja, wenn du mal die zwischen Combo schon. Bin ich begeistert. Luftstraßenräuber. Ein blaues, 3 farblose. Vogelräuber. 3-3 fliegend, der hat Befreiung. Schicke 5 andere Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Und ein blaues, 3 farblose. Du kannst diese Karte aus dem Friedhof für ihre Befreiungskosten wirken. Hey, cool, ja. Den kenne ich gar nicht. Der Luftstraßenräuber befreit sich mit, immer wenn der Luftstraßenräuber einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du von dem vom Luftstraßenräuber ins Exil geschickten Karten einen Artefaktzauber, einen Spontanzauber und eine Hexerei wirken, ohne seine bzw. ihre Mana-Kosten zu wirken. Mhm. Den finde ich doch schon ganz tight eigentlich. Der should go, wenn du den gar nicht spielst, sondern sofort den Grave haust, dann zahlst du ihn außer, nimmst Ponder, Brainstorm, Dig Through Time. Na, Dig Through Time geht. Treasure Cruise, Dig Through Time. Ja, aber kein Ponderbase mehr. Ein Artefakt, eine Hexerei. Ja, ja, okay, dann nimmst du. Es ist außerdem ein O, das ist nicht alles, gell? Oder? Immer wenn der ins Spiel kannst du von den in sexistischen Karten. Also eine, du kannst, du kannst 5 Exil. Ja, ja, okay, vergiss es. Ja, du kannst es doppelt nehmen. Ja, vergiss es. Zahl einfach ein Dig Through Time außer und. Und das Defiant. Wirke das, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Der kann schon gut sein. Ja, ja. Der kann so in so wie wir gesagt haben, so was du vorher gesagt hast, Time Warp oder sowas, ist der fett geil. Ja. Und ich meine. Time Warp, irgendwie sowas. Mit 3-3 Fliegen hat auch ein bisschen Evasion. Schuss. Voll. Fein. Und das, sogar wenn du ihn für 4 Mana spielst, ist halt lästig genug, dass die Gegner wahrscheinlich irgendwann killen wollen. Und dann kannst du ihn halt befreien. Mhm. Find den ganz geil. Ja. Formularflut. Mhm. Ein blaues, 3 farblose Spontanzauber. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, kopiere ihn für jede Sorte von Marken unter den bleibenden Karten, die du kontrollierst. Du kannst neue Ziele für die Kopien bestimmen. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ja. Also, okay. Man kann so, es gibt so 10 unterschiedliche Markentypen. Kannst du das Wort vom Gegner raten, unter Anführungszeichen? Ja, es gibt halt so 10 unterschiedliche Markentypen geschätzt. Ne? Dass du, wenn du alle 10 hast, dann 10 Permanents kannst 10 Permanents bouncen. Und 10 Permanents ist schon viel. Ich meine, auch in einer Commander-Partie viel. Ja. Finde ich fein. Die Set-Booster-Karte. Die Set-Booster-Karte. Plan des Schwindlers. Ein blaues, 2 farblose Verzauberung. Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch aus seiner Hand wirkt, kannst du die oberste Karte der Bibliothek aufdecken. Falls sie einen Kartentyp mit dem Zauberspruch gemeinsam hat, neutralisiere ihn und der Gegner kann die aufgedeckte Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Mhm. Das verstehe ich jetzt nicht mehr. Er spielt einen Instant, du deckst einen Instant auf, sein Instant wird gecountet, aber er darf gerne deinen gratis spielen. Das ist ein Scheiß. Das ist ein Schaß, oder? Ja, das kann schon schwer nach hinten losgehen. Auch. Da musst du ja richtig ein schlechtes Deck spielen. Ja, umso schlechter das Deck, umso besser ist diese Karte. Das ist echt ein Scheiß. Wirklich, das ist ja nicht einmal lustig, das ist einfach schlecht. Mit dieser schlechten Karte beenden wir den ersten Teil unserer Commander Streets of New Capenna Reihe. Mhm. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen mit den schwarzen und roten Karten. Jawohl.
Ihr könnt natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter, unserem Instagram-Channel folgen, unserem Discord-Server beitreten, uns auf Patreon unterstützen, das Glockensymbol anklicken, um immer über die neuesten Videoveröffentlichungen informiert zu werden und uns im Spielraum in Wien antreffen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, aber. Jetzt habe ich mich geschreckt, wer eine kommt. Die neuesten Videoveröffentlichungen, das sagst du so schön. Durch echter.